Werft-TV, der eine oder die andere wird sich möglicherweise gefragt haben, wie wir heute aufmachen. Werft-TV ist unser niegelnagelneues Projekt, in welchem wir, beginnend mit dem heutigen Tag, unsere kulturellen digitalen Formate ausspielen wollen. Und ermöglicht wird das durch eine Förderung der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien im Rahmen von Neustart Kultur. Hier im Programmteil kulturelle und soziokulturelle Programmarbeit beim Bundesverband Soziokultur e.V. Ja, und dann schauen wir vielleicht gleich mal rüber zu unserer ersten Produktion ins Studio 10:30. Machen wir. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Eberswalde. Sie wissen es, immer am Sonnabendvormittag um 10:30 geht's los. Und da sind wir. Im 11. Studio 10:30 heute und gleichzeitig der 714. Ausgabe von Guten Morgen, Eberswalde. Wir haben eigentlich geplant, heute unser vorerst letztes Studio 10:30 durchzuführen, bevor wir eine Reise in den Eberswald wagen. Und dafür haben wir eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Das Geld ist auch zusammengekommen, zumindest für eine Folge. Aber wir müssen unseren Aufenthalt doch noch einmal verschieben. Die Zwerge haben uns um ein wenig Aufschub geboten und jetzt können wir schon mal sagen, wir gehen in den Eberswald und das werden wir aber erst im April tun. Und durch die Förderung über das Werft-TV können wir dann auch höchstwahrscheinlich sogar ein zweites Mal dorthin reisen. Aber vorerst nicht im März, sondern dann im April, voraussichtlich. Danke für alle, die uns dort unterstützt haben. Danke an alle, die uns dort unterstützt haben. Und wir freuen uns, dass das jetzt möglich sein wird. Im März bleiben wir dann noch einmal hier in der Alten Post in Eberswalde mit unserem Studio 10:30. Wir laden uns wieder Gäste dazu und so ist es natürlich auch heute. Wir haben drei Gesprächsgäste und wieder ein Konzert zentral in der Mitte der Sendung. Und unsere Gäste, das sind heute zum einen die Künstlerin Christiane Bergelt und der Musiker Christopher Dell, der uns auch ein Konzert spielen wird, heute Vibraphon Solo. Und als Unterstützer der Reihe Sven Christian. Herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen. Morgen. Danke. Morgen. Genau. Hallo. Ja, dann gehen wir hinein. Ich möchte unseren ersten Gast vorstellen, Christiane Bergelt. Sie ist 1982 geboren in Marienberg im Erzgebirge. Sie studierte 2002, 2003 an der TU Dresden zunächst Philosophie und Germanistik. Und dann im Anschluss von 2003 bis 2009 freie Malerei an der Akademie der Künste in Nürnberg. 2009, 2010 ging sie nach London ans Chelsea College of Art und machte ihren Master of Art and Fine Painting oder Fine Art and Painting. Ja. Und 2017 erhielt sie den Kulturpreis des Landes Brandenburg, ja, für bildende Kunst, genau, als den Nachwuchsförderpreis. Ja. Mhm. Und verschiedene Stipendien ermöglichten ihr Arbeitsaufenthalte in nah und fern. Es ging nach Island, aber auch ins Brandenburgische, aufs Schloss Wiepersdorf. Und heute ist sie aus Korin, 10 Kilometer von Eberswalde entfernt, herübergerutscht. Fingertemperatur minus 8 Grad, habe ich gehört. Schön, dass du da bist. Danke. Christiane, du bist 2011 nach Korin gezogen. Ja. Das ist ein Haus im Wald. Mhm. Du wohnst dort allein. Mhm. Du hast dir dabei was gedacht. Vielleicht sollte es auch der Ort sein, an dem du Ruhe und Konzentration für das findest, was du tust, malst. Ich habe gelesen in einem ein paar Jahre zurückliegenden Interview oder in einem Porträt über dich, dass
der Ort, das Haus, wo du lebst und lange auch gearbeitet hast, dass das eine bestimmte Größe hat, dass der Blick aus dem Fenster, das, was du siehst, auch einen Einfluss auf deine Formate hatte. Also, dass du zu einem, ja, ich sag mal, zu so einem mittleren Format gekommen bist. Stimmt nicht ganz. auf jeden Fall hast du dir 2017 überlegt, Lebens- und Arbeitsort ein bisschen auseinander zu fitzeln. Und bist jetzt im Studio 22 in Angermünde. Dort hast du große Räume, helle Räume, hohe Decke. Du kannst an mehreren großformatigen Arbeiten sogar gleichzeitig arbeiten. Deswegen tatsächlich noch mal meine Frage, hat das Umfeld einen Einfluss auf Formate und musstest du deinen Arbeitsplatz wechseln, um endlich wieder größere Bilder zu malen? Und gegebenenfalls korrigiere mich mit dem mittleren Format. Ja, nein, ja. Also das Umfeld hat definitiv einen Einfluss auf die Arbeit, die Arbeitsweise, die Dichte der Bilder. Also ich lebe da in Korin im Wald und so. Also es ist ja diese Endmoränenlandschaft und so ein bisschen vielleicht untypisch für das, was man sich so von Brandenburg vorstellt. Also sobald ich Richtung Angermünde fahre, kommt diese Weite, taucht diese Weite auf und ich sehe immer Himmel und Bäume zu Hause. Ja. Und ich habe da eine Zeit lang sowohl drin in so einer kleinen Glasveranda, die vorne am Haus ist, also mit ganz wunderbarem Licht und auch über die Jahreszeiten verteilt, gearbeitet. Und es stellte sich raus, dass da wirklich, also diese Art eher kleine, von Format, eher kleine Formate. Ja, ich habe so Schwierigkeiten mit dem Mittelformat. Krieg da immer nicht unter, was ich unterkriegen will. Also es ist wirklich eher ein intimes, kleines Format oder, oder das große unter Körper, also viel Körpereinsatz. Ja. Und, aber an diesem Ort, in dem Haus dort in Korin, ist es tatsächlich schwierig gewesen, schon aufgrund der räumlichen Dimensionen, aufgrund dessen, dass du eben keinen weiten Blick hattest, konntest du dir nicht vorstellen, jetzt große Bilder zu machen? Also ich habe das dann versucht, draußen auf der Wiese an Bäume angelehnt, also mit dem Papier, das ich verwende, geht das ganz gut. Da kann man sich Was verwendest du für Papier? Das ist ein Kulissenkarton, relativ stark. Und also der nimmt natürlich alle Spuren und das Gewicht und das, was von unten ihm entgegenkommt, auf. Ja. Da habe ich dann mit Stockflecken und allen möglichen Sachen später im Atelier zu tun. Aber also ich arbeite gern am Boden prinzipiell oder fange so an, um nicht... Du legst das Papier auf den Waldboden beispielsweise? Oder? Ja. Da habe ich noch keinen Überblick. Also da erfahre ich das Format so sehr körperlich und dieses es an die Wand bringen und dann gucken, okay, was passiert eigentlich, wo ist oben und unten und wie geht's weiter. Das ist im Atelier deutlich einfacher zu haben. Also das hat schon eine Rolle gespielt, zu gucken, du findest möglicherweise einen anderen Arbeitsraum, wo du eine andere Dimension auch verwirklichen kannst. Aber hat es vielleicht auch eine Rolle gespielt, das war 2017, als du nach Angermünde gegangen bist, also arbeitstechnisch. Also sind es ja dann doch 6 Jahre, die du alleine in der Regel gearbeitet hast in Korin. Jetzt ist es eine, was ist das für ein Verbund, Studio 22 in Angermünde? War es vielleicht also auch an der Zeit, andere Werktätige in der Nähe zu haben? War es gut mit der Einsiedelei nach 6 Jahren? Oder spielte das auch eine Rolle oder war es nur der größere Raum? Also es war als erstes und sofort der Raum, der so klar und so viel Wandfläche und so viel Luft nach oben hatte. Und dass ich das in diesem Projekthaus AHA, heißt es. Projekthaus AHA? Ja, also ich bin einfach in Raum 22, deshalb. Deswegen Studio 22. Genau. Da sind wir, also das Haus ist eine völlig bunte Mischung an nicht ausschließlich Künstlern, aber es sind eben auch Kollegen und Kolleginnen da. Und das mit der Einsiedelei ist so eine Sache, also ich
Der Rückzugsraum ist mir enorm wichtig, aber es existiert natürlich immer beides. Und die Sache ist das gute Maß von beiden. Du kriegst finden. Schon auch Besuch und du fährst auch in die große Stadt. Ja, natürlich. Und aber in so einem Haus zu sein, in dem eben Kolleginnen und Kollegen da sind, mit denen man im Gespräch sein kann, ist extrem wichtig. Also ist seit dem Studium und nach dem Studium noch mal viel, viel deutlicher geworden, wie wichtig das ist, wenn man aus dieser Struktur dann raus ist. Und bin ja hier nicht in eine Struktur reingekommen, wie es gewesen wäre, wenn ich zum Beispiel in Nürnberg oder so geblieben wäre. Und hilft dir das, diese Trennung von, sagen wir mal, Lebensort und Arbeitsort, um auch Struktur zu bilden? Hast du feste Zeiten, sozusagen Arbeitszeiten, oder machst du das ganz spontan, sagst, heute fahre ich nach Angermünde, oder gibt's? Also ich habe schon so einen Plan für die Sachen, die anstehen und was ich machen will, und regelmäßig im Atelier zu sein, ist definitiv sinnvoll, obwohl es auch so Schübe, sag ich mal, gibt. Aber ich bin auch flexibel in meiner Planung. Also wenn mal irgendwie was anders kommt, dann kann ich das auch so nehmen. Und jetzt, was wollte ich sagen? Da war noch einer. War noch so ein Gedanke. Kannst du denn, wenn du nicht aufhören kannst, wie machst du es dann? Fährst du nach Hause oder schläfst du dann im Atelier? Ich arbeite einfach bis morgens durch und schlafe. Nee, der Weg ist einfach auch unterschiedlich lang nach Angermünde. Also die 14 Kilometer sind nicht immer gleich lang. Also manchmal ist es schön, dahin zu gehen, manchmal wäre es schön, direkt zu Hause anfangen zu können, ohne diese 20 Minuten. Ja. Aber es ist natürlich günstig, so einen Fokus zu haben und nicht noch an die Wäsche, den Abwasch und diesen ganzen Kram zu denken. Du hast ja zum Anfang schon ein bisschen angedeutet, wie du dich dem näherst, also dieses Bild. Du legst auch ein Papier auf den Boden und arbeitest, wenn ich es richtig verstehe, dann auch sehr körperlich, also betrittst gegebenenfalls auch das Papier. Mhm. Und nach dem, was ich von dir erfahren habe, gehst du da jetzt weniger planvoll oder mit einem Konzept vor, sondern es hört sich doch nach einem sehr intuitiven, nach einem Tasten, also Prozess, nach einem tastenden Vorgang an. Kannst und willst du uns ein bisschen in diesen Prozess einführen? Also, was sind Impulse loszulegen? Oder gibt es den Anfangsimpuls gar nicht, sondern also du gehst einfach los und dann guckst du, was passiert? Oder kannst du das ein bisschen beschreiben? Ja, also es gibt so einen roten Faden, der, glaube ich, einfach so schon ganz am Anfang, als ich mich dafür entschieden habe, dass ich das machen und studieren will, und das auch in den ersten Jahren des Studiums quasi so befördert wurde, das ist schon, dass der Anlass, der menschliche Körperzustände und diese Arbeit mit dem Material, also ich mache relativ viel mit, ganz klassisch so mit Ölfarbe, weil die einfach so, die ist einfach so unwahrscheinlich sinnlich, also die hat so einen eigenen Körper, also es geht um ganz viel Körperhaftes. Das Papier macht das auch, da kann man das gerade ganz gut sehen, also das hat auch Zeit auf dem Waldboden verbracht und viel Wasser gesehen. Also es gibt Knitter und ich falte das auch um so ein Raster, kein exaktes, aber ein Raster irgendwie zu bekommen. Es macht die Formate leichter handelbar. Da kann man ganz gut sehen. Ich habe oft große Formate, die dann irgendwie doch nichts sind. Die werden dann zu kleineren Formaten. Also ich habe jede Menge Stapel an kleineren Papieren, auf denen schon Farbe drauf ist, die ich dann weiter verwende und gucke, ob auch mal was
Schnell gelingt. Das heißt, du guckst dir die Sachen auch immer wieder an. Und du malst sogar gleichzeitig an verschiedenen Bildern. Mhm, ja. Und du übermalst auch wieder Bilder. Ja. Ja. Und das Bild ist dann fertig, wenn es an der Wand hängt, ja? Nee. Nein. Das ist, das darf man zwar eigentlich nicht sagen, aber manche sind, glaube ich, noch nicht mal in der Ausstellung fertig. Also es gibt manchmal so eine Euphorie, bei der ich so entscheiden muss, ist das jetzt, weil ich was gemacht habe, dass da was passiert, oder ist das jetzt schon der fertige Zustand? Und ich kann schlecht anfangen, also ich brauche immer lang, bevor ich anfangen kann. Und dann ist dieses Arbeiten an mehreren Sachen für mich extrem hilfreich. Und das ist auch, also es geht auch relativ schnell und vielleicht so ein bisschen mehr staccato-artig, dass ich da so rumwandere. Ja, ja. Und wenn du gleichzeitig an verschiedenen Arbeiten dran bist, sind das dann ganz unterschiedliche Sachen? Oder könnte man die im Nachhinein auch als eine Art Serie betrachten? Oder ist es dann schon so, nee, ich mache ein anderes Fenster auf, ich lenke mich vielleicht auch ab, weil ich an einer Arbeit jetzt, also da blockiert es jetzt vielleicht einen Moment? Oder steht es dann jeweils in Verbindung, wenn du an drei Bildern gleichzeitig machst? Das sind schon Gruppen. Also die haben schon, da gibt es dann schon so einen inneren Zusammenhang. Also ja, weil ich die dann auch so vorbereite, dass es einfach so eine Vielfalt an Gründen ist. Und dann gibt es da einen Zusammenhang. Und also das überlappt sich auch von einer Phase in die nächste. Also es gibt ja da immer so Zyklen und Schleifen und auch ganz oft das Gefühl, eigentlich immer das Gleiche zu tun und so Formen von Wiederholungen zu machen. Und es ist aber eben doch nicht dasselbe. Mhm. So. Ja. Spannend. Deine Arbeiten waren in verschiedenen Ausstellungen zu sehen. Im Vorjahr gab es eine größere Ausstellung, haben wir, glaube ich, auch schon Bilder gesehen. Das war in deiner Heimatregion? Ja. das ist... Das jährt sich heute. Also heute vor dem Jahr wäre diese Ausstellung eröffnet worden, wenn ich nicht um 12 in Chemnitz im Hotel gesessen hätte und alle angerufen hätte. Das ist doch nicht. Wir wissen auch genau, was vor einem Jahr war. Heute, genau, vor einem Jahr haben wir erfahren, dass wir den Folgetag nicht mit Publikum unsere Veranstaltung machen können. Und das war die Premiere unseres Livestreams. Ja, genau. Der 13. War ein Freitag, der 13. Es war der Freitag, genau. Ja. Genau. Ja, das... Das im Museum Gunzenhauser in Chemnitz, in der, also es ist eigentlich ein Raum für eine Skulpturensammlung mit großen Fenstern zur Straße hin. Also wenn man über die große Straße nachts gefahren ist, konnte man das beleuchtet sehen. Mhm. Also es war, hat große Freude gemacht in den Nebenräumen, Ruprecht Geiger und Wilhelm Ney und so. War, die Arbeiten waren dann später fürs Publikum auch zu sehen, mit Verzögerung. Die waren zu sehen, ja. Mhm. Genau. Ja, vielleicht noch eine Frage zum Schluss unseres kurzen Gespräches. du verlässt auch Haus und Atelier, sinnbildlich gesprochen, weil du bist auch im Vorstand des Verbandes der Bildenden Künstler und Künstlerinnen in Brandenburg aktiv, also machst auch Interessenvertretung für Kollegen und Kolleginnen. Ein spezielles Jahr, es jährt sich heute. Kannst du, das ist sicherlich schwierig, das zu verallgemeinern, aber das ist ja auch ein Jahr, der bis zu Demütigen, die viele Künstler auch erfahren haben. Also wie würdest du die Situation einschätzen? Wie ist die Stimmung? Wie solidarisiert ihr euch möglicherweise untereinander? Also die Stimmung, das ist schon alles sehr, sehr angespannt und unangenehm und also fördert, also macht halt ganz viel sichtbar, was in unserem Bereich, in der bildenden Kunst und im Kulturbereich sowieso schwelt, sag ich mal, an Zuständen. Und was ich aber durch dieses Jahr und durch die Tätigkeit da im Verband und die Mitgliedschaft sagen kann, oder wie kann ich das formulieren? Also
da bewegt sich durch diese digitalen Formate was. Also Brandenburg ist ja einfach so wahnsinnig groß. Der Sitz von der Verbands- oder Geschäftsstelle ist in Potsdam. Ja. Und das bildet ja eigentlich wenig ab von dem, was im Land geschieht. Und im Land gibt es unwahrscheinlich viele Akteure, wie man so schön sagt. Menschen, die was auf die Beine stellen, Sachen gestalten. Und wir haben schon vor, weiß ich nicht, das vor 2 Jahren angefangen, so ein Werkstattprojekt zu entwickeln mit Hilfe einer Kuratorin und haben eben jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen den 12. Dienstagabendlichen Zoom-Termin Werkstattgespräche, der einmal die Reihe rum durch die Landkreise sozusagen gegangen ist, wo sich Akteure, Institutionen etc. vorgestellt haben und wir einfach, also wir kriegen so ein solidarisches Gefühl dadurch, wir sehen uns, wir können uns wahrnehmen, was uns analog oft schlecht durch die langen zu überbrückenden Strecken und so weiter gelingt. Und jetzt wird einfach mehr sichtbar, dass überall die gleichen und ähnliche Thematiken, Kommunikation, Förderstrukturen, was für Räume stehen zur Verfügung oder eben nicht. Wie steht es um Ausstellungsvergütung? Also das kriegt jetzt so ein Bild, kriegt so ein viel stärkeres Bild. Und in der bildenden Kunst ist es ja mit der Lobby oft so ein bisschen schwierig, weil wir in unseren Räumen so vereinzelt sind. Und das ist einfach wichtig und macht jetzt so deutlich, dass wir da gemeinsam. Also ihr stärkt euch selber, schafft Netzwerke oder stärkt diese. Und im besten Fall ermutigt ihr euch miteinander. Und das hat auch eine Ausstrahlung nach außen. Ja. Ist ja bei uns auch ein Ansatz. Also wir laden hier Leute ein, die beharrlich an ihren Sachen dran sind, und wenn man das tut, dann kommen da richtig gute Sachen bei raus, und wir denken auch, dass das auch denen, die uns zuschauen, Mut machen kann. Unbedingt. Danke für deinen Besuch bei uns. Ja, Stern. Danke. Vielen Dank. Danke. Dann möchte ich jetzt gerne unseren zweiten Gast vorstellen. Er ist Musiker, Komponist und auch Theoretiker, Christopher Dell. Er wurde 1965 in Darmstadt geboren. Und er studierte dann Vibraphon, Schlagzeug, Komposition, unter anderem in den Niederlanden, in den USA aber auch. Und das, er wird häufig bezeichnet als der führende Vibraphonist seiner Generation. Da wundert es auch nicht, dass er schon viele Preise gewonnen hat, dass er an zahlreichen Tourneen und auch Tonträgerproduktionen beteiligt war. Aber wie gesagt, er ist auch Städtebau- und Architekturtheoretiker, hat dort auch promoviert und war als Professor schon an verschiedenen Universitäten tätig, zum Beispiel in Hamburg, an der TU München, an der Universität der Künste in Berlin und auch im internationalen Kontext. Sein Forschungsinteresse gilt der zeitgenössischen Stadt und auch das Institut für Improvisationstechnologie, was er leitet, beschäftigt sich genau mit diesem Thema und stellt die These ja auch auf, dass Stadt Improvisation ist. Darüber werden wir nachher noch ein bisschen sprechen, auch mit ihm, unter anderem jetzt erstmal zur Improvisation in der Musik. Wir hören also jetzt gleich ein Konzert von ihm, Christopher Dell, im Studio 10:30, heute Vibraphon Solo. Schön, dass du da bist. Ich darf ja auch Kontakt aufnehmen mit euch, ne? In der Regie. Wenn ihr die Uhr anmachen würdet, wäre es toll für mich. Super, vielen Dank. Thank you.
Thank you.
Vielen herzlichen Dank, Christopher Dell, Vibraphon, Solo im Studio, 22:30. Wunderbar, wir haben ja das Privileg, zum Glück jede Woche Live-Musik hier zu erleben. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Mal vor Leuten zu spielen. Auch schön. Vibraphon ist jetzt vielleicht kein Instrument, was einem in der Schule schon täglich begegnet oder zu Hause oder im Freundeskreis, stelle ich mir so vor. Wie war denn deine erste Begegnung mit dem Vibraphon oder wie hast du den Zugang dazu gefunden? Ich habe angefangen eigentlich mit Klavierunterricht, als ich so, ja, vielleicht so 5, 6 Jahre alt war. Das hat mir aber halt nicht so behagt, weil da waren solche Notenblätter. Mhm. Und ich bin, weil meine Eltern da zu tun hatten, in Indien aufgewachsen. Und da gab es überhaupt keine Notenblätter, da gab es nur Musik. Und da wurde auch dauernd der Unterricht im Kindergarten oder in der Schule permanent unterbrochen von irgendwelchen Musikern, die halt reinkamen und dann gespielt haben. Und auch zu Hause war eigentlich immer Musik. Also Musik und Leben war so eine Daseinsform. Das kennt man ja auch aus Indien, sozusagen. Die indische klassische Musik ist ja auch ein
vor allem eine Daseinsform, die auf so einer Horizontalität operiert, weshalb die rhythmisch viel avancierter sind als und so weiter. Also kam ich nach Deutschland und fand das alles so obskur. Und das hatte Vor- und Nachteile. Der Vorteil war, dass mir schon die ganze Naturalisierungsidee abhanden kam, weil vorher musste man beispielsweise mit, oder konnte man mit, war toll, mit Händen zu essen. Und dann war es überhaupt nicht mehr erlaubt. Das heißt, ich wusste schon dann als Kind sehr früh, dass es bestimmte Dinge, die so als Natur erscheinen, gar nicht Natur sind. Mhm. Und dann habe ich ja gesagt, ah nee, mit dem Klavier so, da, das fand ich ja so ein bisschen eingeengt. Und habe dann einfach da nicht mehr weitergemacht, sondern einfach für mich selber weiter improvisiert auf dem Klavier, und weil es eben bei uns zu Hause stand. Immer wenn ich Lust hatte und so weiter. Und dann habe ich mit 11 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen, weil mir die Körperlichkeit beim Klavier gefehlt hat. Mhm. Und ich brauchte diesen Punch, den ich auch vom Fußball her kannte, den ich gespielt habe. Also gesagt, getan. Und dann bei Schlagzeug kommt es ja auch sehr schnell, dass man automatisch dann in eine andere Ecke rückt als die klassische Musik. Das ist automatisch so. Mhm. Und dann habe ich das alles mal so kennengelernt, was es da gibt, eben vor allen Dingen dann jazzmäßig. Bin aber dann wieder zurück in die Klassik, klassischen Unterricht mit vielleicht so 13, 14 oder so. Und habe dann im Orchester dort Aushilfen gespielt, ein sehr gutes Orchester, sehr guter Lehrer. Und dort standen diese Instrumente rum. Mhm. Und dann gab es so Jobs auch. Ich meine, es war eh ein geiler Job. Man hat da gespielt, alles Mögliche, und war gut. Also es gab auch diesen Job mal, willst du nicht jetzt mal, da gibt es so einen Part für Marimba oder für Xylophon oder so. Mhm. Ah ja, mal austesten. Und so kam das, dann habe ich das da entdeckt, dachte, Mensch, das ist ja toll. Vereinfacht gesagt, ist da die Kombination von Klavier und Schlagzeug. Ja. Und so hat sich das eben entwickelt. Dann war es so, dass ich in dem Orchester, so gar nicht das mag, diese Struktur, die soziale Struktur des Orchesters, war eben vor meinem Hintergrund problematisch für mich. Mhm. Und dann dachte ich, ja, was könnte ich eigentlich machen, was dementsprechend adäquat komplex ist. Und dann blieb eigentlich nur noch dann damals der Jazz übrig. Mhm. Und das habe ich dann verfolgt. Und so kam das zustande. Ja. Und dann bist du dabei geblieben, hast das zu einer Komplexität, Virtuosität dann ja auch im Studium und danach immer weitergeführt. Und wenn man jetzt liest, womit du dich beschäftigst, dann steht oft Schnittstelle zwischen zeitgenössischer, komponierter und improvisierter Musik. Mhm. Welchen Stellenwert hat beides? Ist das immer in allen Projekten, in allen Situationen beides da? Oder gibt es einfach Sachen, die komplett frei sind und dann wieder ganz klassisch an der Komposition sich doch orientieren? Da wir hier ja in Eberswalde unter uns sind und ich eine lange Geschichte habe mit Eberswalde, darf ich es ja jetzt sagen. Es gibt diese Unterscheidung von Improvisation und Komposition, und die ist auch politisch relevant. Mhm. Die ist aber lebenstechnisch nicht relevant. Weil entweder ist es ein gutes Bild oder es ist eben kein gutes Bild. Und das klingt einfach, ist es aber nicht. Mhm. Trotzdem spielt das Verfahren eine große Rolle. Du hast ja gesagt, du hast dich für ein bestimmtes Verfahren entschieden, und das ist der rote Faden, und dieses Verfahren rahmt den ganzen Apparat. Und so ist es ja bei mir auch. Und da gibt es bestimmte Rahmungen. Und die hat sich in meinem Werk schaffen, immer wieder in unterschiedliche Weisen verschoben. Darf ich kurz ausholen? Oder? Bitte. Du unterbrichst mich einfach, wenn es ausufert. Alles klar. Nee, es war so, dass ich eben den ganz normalen Jazzweg gegangen bin, und das war viel, viel Arbeit. Und ich war dann, bin dann eben ins Ausland gegangen, weil man das in Deutschland nur an einer Uni machen konnte und aber gar kein Vibraphon machen konnte. Und dadurch wurde ich sozusagen ein bisschen international. Das hat mir sehr gut gefallen. Und da war ich erst in Holland, dann bin ich nach USA, und da war ich eben halt bei so einem, der die Vier-Schlegel-Technik überhaupt erfunden hat und sie zur Apotheose geführt hat, Gary Burton. Und es war so ein geschlossenes System, das Ganze, was immer von
Erfolg im Sinne von Resultat geführt hat, dass für mich überhaupt gar keine Notwendigkeit gab, außerhalb dieses Tunnels zu gucken. Und das ist ja so, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen in der bildenden Kunst ähnlich, aber in der Musik ist es ganz extrem so, dass man einfach so einen Tunnelblick hat, weil man das sonst gar nicht schaffen kann, was man da alles so machen soll und muss. Und dann kam ich aus USA zurück und habe dann eigentlich festgestellt, dass, was ich mir vorher gar keine Rolle gespielt hat, weil ich sowieso das eher weltmäßig aufgefasst hatte, dass hier in Deutschland der Jazz überhaupt gar keine Rolle spielt. Das war für mich vollkommen absurd, von meinem Lebenshintergrund her. Da musste nachfragen, alles klar. Und das kann man sich ja alles heute gar nicht mehr vorstellen. Das war noch schlimmer als heute und heute ist es auch schlimm. Aber damals war das sozusagen fast nicht existent. Und wenn man mal in so einem Staatstheater gespielt hat, dann im Foyer, weil in dem Theater, was mit der vollen Subvention und Vollausschüttung kommt und was jetzt in der Krise noch mal extrem noch mehr thematisiert wird, war eben ein völlig anderer Apparat, den ich total mag. Habe ich ja gesagt, habe ich auch selber drin gespielt, fand ich toll. Und dann kam ich auf die Idee, zu sagen, okay, wo liegt denn da die Schnittmenge? Ja. Weil ich wollte nicht Opfer sein. Ich wollte nicht sagen, ach, jetzt geht es mir schlecht oder so. Da darf halt keine Lust. Sondern ich fand das dann eine sportliche Aufgabenstellung. Und dann war es damals so, bin erst mal in Darmstadt gewesen, habe dort gelehrt an der Akademie für Tonkunst. Da war ich der Einzige, der überhaupt Improvisationunterricht hat. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und das war toll, weil ich konnte bei den Kollegen dann in die Kompositionsklassen gehen. Habe ich auch gemacht, ausgiebigst. Und da war Darmstadt zufällig, weil da bin ich auch mit aufgewachsen als Kind. In meiner Schule, im Georg-Büchner-Gymnasium, waren immer die Proben und auch Konzerte von diesen Ferienkursen für neue Musik. Das war für mich ganz normal. Ah, dann war halt dieses Institut für neue Musik da und da gab es die ganzen Noten. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, war keiner, außer dem Bibliothekar Herr Schlüter. Der hat sich total gefreut, dass jemand vorbeikommt. Und da war ich da, damals konnte man das noch mit nach Hause nehmen, die Noten zu machen. Und dann habe ich aus meiner falschen Perspektive, also aus meiner anderen Rahmung her, diese ganzen Sachen studiert und bin zu völlig anderen Ergebnissen gekommen. Ja. Und daran arbeite ich noch heute. Ja, Improvisation spielt nicht nur in der Musik für dich eine Rolle, sondern eben auch in der anderen Tätigkeit, im Städtebau, Architektur, Theorie. Warum ist die Improvisation da auch so relevant? Oder was ist der Grund, das in den Forschungsgegenstand so intensiv mit einzubeziehen? Also das kam eigentlich so ein bisschen auf mich zu, wie vieles in meinem Leben. Es war einfach so, dass in den 90er Jahren war die Architekturfakultät in Darmstadt so ein, Benisch hat dort unterrichtet, Max Becher, Tom Sievert, der Stadtplaner, der die Zwischenstadt geschrieben hat, das wichtige Buch. Und es war ein Ort des Diskurses ohne Ende und auch der Verortung dieses Diskurses, weil die Architektinnen, die haben das dann auch immer mit einem Wahnsinns-Hang verbunden. Das heißt, ich war da permanent da, wenn ich nicht auf Tour war. Und da hat sich so ein bisschen rausgestellt, es war auch eigentlich angeregt, habe ich viel später erst rausbekommen, durch Thomas Sievert und diese in der Zwischenstadt sozusagen heraufbeschworene These, dass die Stadtplanung sich mit Unbestimmtheit zu befassen hat. Sie kann sie nicht mehr überplanen oder sich auch nicht im postmodernen Sinne sich ihr ergeben. Und durch die ganzen Architektinnen und so weiter, die ich da kennengelernt habe, die sich damit befasst haben, gab es Freundschaften. Und dann ging ich nach Köln, dann ging auch so ein Büro nach Köln, Brandlober und Knies hießen die. Und die haben sich genau mit dieser Frage befasst und mit der ich mich auch befasst habe. Nur auf einer ganz anderen Disziplin oder Sparte, aber mit der gleichen Fragestellung. Und dann haben wir uns unterhalten und gesagt, ah, das ist aber interessant, das ist, was wir brauchen. Kannst du das mal für uns aufschreiben? Mhm. Oh ja. Ja, wir machen hier eine Publikation, kannst du dann mal dann... Ja, oh, ja, klar. Und dann habe ich das gemacht und dies gemacht, dann mehr und mehr. Und dann war das damals bei der Buchhandlung Walter König, kam das raus und die hatten mich dann gefragt, ja, haben Sie nicht auch mal so mehr Material, noch so ein Buch oder so? Ich dachte, ja, habe ich so zu Hause, ich befasse mich halt damit konzeptionell, eben um diesen roten Faden für mich zu bauen. Weil den gab es gar nicht. Für das, was ich wollte, gab es den roten Faden nicht. Gar nicht, weil es gab nur die getrennten Felder. Und ich wollte eben meine Form machen.
Also hatte ich das alles, habe es dann gebracht. Dann, oh ja, das muss doch der Dokument heraus. Dann kam das raus. Weil, glaube ich, das einzige Buch, was überhaupt gibt, was über Andreas Gursky Foto drauf ist, was nicht über Andreas Gursky ist. Und dann kam die ganze Kunst- und Architekturwelt sozusagen auf mich zu. Und dann habe ich dann durch die Diskurse auch den ganzen Apparat, also durch den Austausch mit denen, den ganzen Apparat gelernt, wie die sprechen. Weil das ist eigentlich das Interessante dann dabei. Man, auch wenn man das Ähnliche vertritt, hat man ja unglaublich naive Vorstellungen von Raum oder und so weiter und so weiter. Weil man so kam das Ganze zustande und hat sich dann bis zu 50-50 eben dann ausgeweitet, dass einerseits bin ich 50% meines Lebens eben diese Theorie und andererseits ist die... ist das Spiel. Und das hat eigentlich nichts miteinander zu tun. Es ist nicht so, dass ich dann in der Theorie sage, man sollte bauen Fenster in einer Proportion wie Bachfugen und sowas. Gar keinen Fall. Sondern es geht, wie gesagt, um dieses Verfahren. Und eben war das der Punkt für die Architektin, wie können wir planen mit Unbestimmtheit? Dann sind wir eigentlich genau wieder bei dem Punkt, wo Improvisation und Komposition zusammenkommen, beziehungsweise der Unterschied obsolet wird. Weil es auf die Rahmung ankommt und weil es auf die Lesemaschine ankommt, weil es darauf ankommt, was wir überhaupt wahrnehmen und wie wir das überhaupt wahrnehmen, damit wir überhaupt politisch darüber verhandeln können, was geschieht. Und in der Stadtplanung ist es ganz besonders so, dass das ja eigentlich immer so daherkommt wie so ein Ästhetikum. Es soll halt schön aussehen und für eine gute Stadt, für gute Menschen. A ist noch nicht gefragt, was überhaupt mit Stadt gemeint ist. B, was soll gut heißen? Und C, was ist schön? Was natürlich in der bildenden Kunst ist ganz klar, dass Schönheit ist genau der Begriff, an dem sich die Ästhetik, weshalb wir überhaupt bildende Kunst heute haben. Dass das ein umkämpftes Terrain ist und genau die Frage, was soll schön heißen? Aber im normalgängigen Apparat der Naturalisierung der gesellschaftlichen Ausbeutungsverhältnisse, der Werktätigen, ist Schönheit eine Verdummungsstrategie derer, die abgeholt werden mit dem, was sie wollen, also was ich denke, was sie meinen, in so einem paternalistischen, umgedrehten Demokratie. Ich will gar nicht einsteigen. Aber es ist klar, was ich meine. Und so wird permanent irgendwas gebaut, bis hin zu beispielsweise jetzt bezahlbares Wohnen, wo überhaupt nicht gefragt wird, was kostet dann der Quadratmeter, welcher Investor soll das machen, wie viel Euro bezahlt dann der Investor dafür, dass er das dann macht für die Stadt, plus was für Grundrisse sind da drin, sind es immer noch die Kleinfamiliengrundrisse oder dann später, für die man aufmachen kann, für Lofts, für irgendwelche irgendwas, Großbezahler und was wird da eigentlich hingebaut und welche Richtlinien gelten dann, wie viele Jahre ist es sozusagen gebunden an Sozial und wann wird es dann frei und was passiert dann mit dem Freien danach. Und diese ganze Maschine, die Verhältnisse, spielen da gar keine Rolle. Sondern es ist halt schön. Und dann ist noch nicht gefragt, was schön ist und so, und so weiter. Ich will gar nicht einsteigen. Nur, da spielt die Improvisation deshalb eine große politische und auch ethische Rolle, weil mit der Improvisation sich alles rumdreht, weil dann nicht einer sagt, das wird gemacht und das wird geplant. Ich habe herausgefunden, und das sagt ja selbst noch die Moderne, so toll das ist, die Moderne, wenn 50 Wissenschaftler um eine Hausfrau herumstehen und die beste Küche bauen. Ich habe da nichts dagegen. Nur ich weiß nicht, ob es so mehr so zeitgemäß ist. Bei der Improvisation wird gefragt, was machen die, die da sind? Und nicht in diesem Sinne von Partizipation, ach, spielt mal schön und dann holen wir euch schon ab. Gar nicht. Sondern welches Wissen steckt in dem, was da gerade geschieht? Und wie kann ich dieses Wissen zugänglich machen, sodass dieses Wissen einerseits privat bleibt, also kein Big Brother, privat bleibt, weil es muss die Grenze sein. Das Private ist das Private und muss dort verbleiben, damit es das Öffentliche geben kann. Wie kann aber nur das Epistemologische, das Wissen, die Maschine dessen, was als Gebrauch, wie hier, wir sehen es doch schon hier, ich komme rein in den Laden und denke, was habt ihr mit dieser Maschine gemacht? Das ist ja unglaublich, ich könnte stundenlang nach dem Motto der Improvisation, so als Technologie, wie ich sie verstehe, dass dann nicht das Dahingedattel und so wie es ja normalerweise gültig ist, das ist ja auch die falsche Linse, ist ja schon auf der Improvisation drauf, man sagt, es hat nicht geklappt, dann muss ich improvisieren, sondern ich sehe sie ja als das von meinem Hintergrund, als das aller, als das Wichtigste, was es gibt, und zwar ich sehe als Technologie, das ist der konstruktive Umgang mit Unordnungen in einer Assemblage, einem Gefüge von Menschen, Dingen, Handlungen, Diskursen, weil Bauordnung spielt ja auch hier rein, an Orten. Hey, und dann geht die Maschine los. Ich könnte stundenlang hier verbringen, nur den Apparat hier zu lesen. Es kostet viel mehr Arbeit, als einen Grundriss zu lesen. So, und da spielt die Improvisation eine große Rolle. Und da sind wir vollkommen am Anfang.
soll nicht heißen, dass alle Free Jazz machen sollen oder irgendwas. Das soll nur heißen, dass man anders die Stadt liest, also das, was schon geschieht. Und die Zukunft liegt sowieso im Bestand. Wenn wir aber den Bestand heben wollen, dann brauchen wir eben Lesemaschinen, um das zu zeigbar zu machen, jenseits von schön oder der Neubestimmung von schön, der Verhandlungsräume von schön, agonal und öffentlich, darüber, was überhaupt gebaut werden soll und wie wir zusammenleben wollen. Das ist ja immer die große Frage auch, wie wir zusammenleben wollen, wie wir richtig, uns begegnen. Aber es gibt die Grundlage ja schon nicht. Mhm. Die Grundlage ist schon meines, aber es ist ja nur meine These, schon falsch gestellt. Mhm. Oft, meistens in den Diskursen. Und deswegen habe ich viel Arbeit. Ja, schön eigentlich. Es ist herrlich. Und der Umgang, konstruktive Umgang mit Unordnung wird sozusagen dort auch erforscht mit der Improvisationstechnologie. Sehr interessant. Trotzdem denke ich, dass natürlich auch diese musikalische Vorerfahrung, auch wenn es zwei verschiedene Sachen sind, da absolut die Grundlage genau war. Ne? Also der Jazz und alles, was eben an Improvisation vorher durch das Instrument schon in deinem Leben war. Richtig. Und der Begriff Erfahrung ist da relevant. Mhm. Ohne diese Erfahrung, wenn ich die nicht gemacht hätte, wäre ich nicht so sicher, dass es evident ist. Mhm. Ja, die Erfahrung hat die Sicherheit mitgebracht, dass auch das in der anderen Disziplin relevant ist. Exakt. Und dann eben aber durch dieses Spielen mit anderen, das ist dann eigentlich wieder auch bei der Musik, durch das Spielen mit anderen. Also wie du gesagt hast, der Austausch mit anderen, der so essentiell ist, der ist wirklich auch da eben wichtig, weil da man dann merkt, welche Fehlstellen man hat, wo es nicht stimmt, wo es nicht passt, wo man einen Bug drin hat, wo es immer weitergeht mit dieser Entwicklung und gleichzeitig aber auch das, okay, das ist das, da seid ihr schon da und so weiter, beispielsweise in der Art und Weise jetzt, wie die Architektinnen anfangen, ihre Grundrisse andersrum zu lesen, nicht mehr als so eine Notation für die Zukunft, sondern für die Notation dessen, was ist. Und da fand ich jetzt zum Beispiel bei dir ganz interessant, dieses Körperliche spielt halt eine große Rolle, weil es die Körper sind, die was machen, die laufen fast auf dem Grundriss rum. Ne? Von dem, wie das dann da erscheinen muss. Also das sind da dauernd Leute, die da rumlaufen. Und es hat auch was mit dem, bei der Improvisation, dieses Nicht-Repräsentationale, dass es da Sachen gibt, die man nicht gleich sehen kann. Und das fand ich auch bei dir so interessant, dass du das exforcierst, dass du Dinge mal nicht siehst erstmal, keinen Überblick hast. Mhm. Und das ist total essentiell bei der Improvisation. Und das ist eben nicht, das fände ich das jetzt zum Beispiel jetzt wieder total inspirierend, und bei dir ist ja ganz klar geworden, das ist dann kein Anything Goes, sondern das ist eine Technik. Das so einzusetzen, dass damit andere Erfahrungen zustande kommen, die man dann wieder erheben kann im nächsten Blick, wenn man dann von weiter weg nochmal darauf schaut. Ja, schön. Schöne Verbindung. Die Improvisation als Technik ist zur Hilfe, wenn die Planbarkeit nicht mehr möglich ist, wenn die Planbarkeit am Ende ist. Mhm. Schön, dass es da eigentlich, muss man gar keine Angst vor haben, einen Weg gibt, und den man auch erforschen kann. Ja, das ist schön gesagt. Also, danke. Toll, darf ich das verwenden? Klar, ist ja jetzt für alle Welt gesendet. Vielen Dank fürs Konzert. Wir hören nachher noch einen Titel. Mhm. Ganz am Ende der Sendung wird es noch einen sozusagen Zusatztitel auf dem Vibraphon geben. Danke erstmal. Ja, wir improvisieren auch seit vielen Jahren mit unseren Kulturformaten. Und da gibt es einen roten Faden, Kultur und Kunst sichtbar zu machen, die Möglichkeit des Andockens. Deswegen experimentieren wir auch viel mit dem öffentlichen Raum, mit dem schrankenlosen Zugang. Also was keine Auswirkungen aufs Programm haben sollte und bei uns hoffentlich auch nicht hat. Also wir machen da keine Zugeständnisse, aber wir wollen den Zugang öffnen und Begegnung schaffen. Und insofern ist, glaube ich, die Durchlässigkeit ein interessanter Begriff, dass man auch Formate immer wieder verändern kann, dass man immer wieder neue Beziehungen eingehen kann. Also wir denken, wir sind da auf dem Wege mit unserem Prinzip Improvisation. Ja, mit Christopher Dell, ich sage es jetzt fast in jeder Sendung, müssen wir noch ein Porträt nachschieben. Das ist ja jetzt gerade mal so aufgerissen. Und wenn ich Ihnen und euch jetzt noch verrate, dass wir beide zumindest uns stundenlang auch über Fußball unterhalten könnten
Und über die Improvisation im Fußball, da kommt noch was auf Sie zu oder wir machen es untereinander. Da gucken wir mal. Ja, unser dritter Gast ist nach Christopher, nach Christiane, Sven Christian. Christian ist nach hinten gerutscht. Sven steht davor. Sven Christian ist 1970 am Rande eines Zuckerrübenfeldes in der Nähe von Erfurt geboren. Aber schon im Alter von 4 Jahren, also hat man ihn mitgenommen in die Blumenstadt selbst und dort ist er groß geworden. Später hat er zunächst den Facharbeiter für mikroelektronische Bauelemente. So ist der vollständige Titel. erworben und hat aber bald eine weitere handwerkliche Ausbildung nachgeschoben. Er wurde Zimmermann. Dann kam es, wie für fast alle nicht zu vermeiden, Eberswalde rief. Also in der zweiten Hälfte der 90er Jahre hat es ihn in unsere Stadt gezogen. Das hatte mit der Hochschule zu tun und mit dem Studiengang Landschaftsnutzung und Naturschutz. Seine Diplomarbeit im Jahr 2004 beschäftigte sich mit der Landwirtschaft und mit der Perspektive des Ökolandbaus in Albanien. Und gemeinsam mit seiner Frau Stefanie betreibt er nebenberuflich die Kerzenmanufaktur Gemütlicht. Und mit dieser sind Sie Partner unserer Veranstaltungsreihe. Guten Morgen, Eberswalde. Danke für eure Kooperation und Unterstützung in vielen Jahren mittlerweile. Sven, wir haben dich angekündigt als Berufsreisenden und Flussbader. Mhm. Und diesen beiden Begriffen wollen wir jetzt mal auf den Grund gehen. Mhm. Berufsreisender, wir haben ja jetzt in diesem kurzen biografischen Abriss also ja ganz viel weggelassen. Denn du bist tatsächlich viel unterwegs und häufig in Sachen Fußball. Oh. Wenn es Champions-League-Spiele, wenn es Europe-League-Spiele gibt, dann bist du überall in Europa. Du bist aber auch auf den verschiedensten Weihnachtsmärkten, unter anderem auch auf unserem hiesigen. Du machst Gewässergüte, Kartierungen, Biotopkartierungen und landwirtschaftliche Kartierungen. Kartierungen. Du hast ihr habt diese Kerzenwerkstatt und so weiter. Also jedenfalls umtriebig und vieles hat mit wechselnden Orten zu tun. Musst du eigentlich immer unterwegs sein? Bist du ein Nomade? Ein Nomade? Ein Berufsreisender? Also, über diese Frage habe ich mich auch mit meiner Frau Stefanie unterhalten, weil sie hat ja auch einen Anteil dann, wenn ich wegreise, wenn ich wiederkomme. Wie ist das Verhältnis, wenn ich wiederkomme? Problematisch war es früher, jetzt ist es eigentlich ganz schön. Und sie hat gesagt, du suchst ja eigentlich keine Weideflächen, keine neuen Weideflächen, sondern du suchst eigentlich, und das bestätigt sich auch bei meinen Gedankengängen, Geschichte, Historie, Geschichten, schöne Erlebnisse und Lachen. Das ist das, was ich unterwegs suche. Und ich habe das früher wirklich auf Reisen getan und irgendwann habe ich mir gesagt, Reisen so ist auch nicht so. Du wolltest kein Tourist mehr sein. Ja, genau. Ich wollte kein Tourist mehr sein. Das ist eigentlich wirklich dieser Ausdruck auch, ich wollte beruflich reisen. Und das, was du gesagt hast mit den Stadien, die Stadien schmücken, sage ich immer, Banden bilden, das mache ich eben im Rahmen dieser... Immer schlichte Bandenwerbung. Bandenwerbung. Überall. Und es hat mich eben auch in Länder wie Kasachstan oder ganz viel in Südosteuropa hingeführt. Und das finde ich toll. Oder auch diese europäische Landnutzungskartierung, eben auch in verschiedene Länder, vor allen Dingen Europa. Und das ist toll, das Reisen mit dem Beruflichen zu verbinden. Und wie gesagt, jetzt klappt es auch familiär. Die Kinder sind größer. Früher war es sehr anstrengend, glaube ich, auch für Stefanie. Dann immer wieder das Ankommen und sich fremd sein und dann wieder sich nahe kommen. Mhm. Aber es ist auch eine schöne Sache. Du bist freiberuflich tätig und, arbeitest dann sozusagen an verschiedener Stelle auf Honorarbasis, ja? Oder? Ja, genau. Und das ist auch ein Punkt, ich weiß den Wert von Arbeit, also die Honoration, die Honorierung von Arbeit gar nicht mehr so richtig einzuschätzen, weil manchmal kriege ich den Betrag für die Arbeit, die auch sehr anstrengend ist, aber wahrscheinlich der Gesellschaft nicht so viel wert ist. Und für eine andere Arbeit kriege ich dann das Zehnfache
Also ich habe verschiedene Arbeitsmöglichkeiten und das macht es schwierig, dann zu sagen, aha, okay, aber das ist so, ne? Das muss man akzeptieren und es macht eben Arbeit nicht vergleichbar, aber ich sehe eben die Arbeit einer Putzfrau genauso wichtig und gut bezahlt, also schlecht bezahlt an wie eines Ingenieurs. Oder eines Bandenwerbers. Gab vielleicht fürs Rumreisen auch so einen Grundimpuls in deiner Kindheit? Willst du diese Geschichte erzählen? Ja, mein Vater war Puppenspieler und hatte verschiedene andere Sachen, war auch Schauspieler und hat das Gehörlosentheater in Erfurt mit aufgebaut und das Kinder- und Jugendtheater. Und im Rahmen seiner Puppenspielertätigkeit musste die ganze Familie mit, waren Sommerferien und wir hatten so einen Planwagen, also die Truppe, die Puppenspieltruppe, ich glaube, war 4 oder 5, hatte dann so einen Planwagen mit 2 Pferden, Prinz und Onyx und dann haben wir alles aufgeladen und sind durch Thüringen gereist, über die Zeltplätze und haben dort eben diese, also ich nicht, aber die Truppe, ich war trotzdem auf der Bühne als letztes, ich glaube, das war das Goldene Einhorn, wurde gespielt und da haben wir die Zeltplätze eben angefahren und haben dann da, am Abend wurde dann eben das Puppenspiel aufgeführt. Auf jeden Fall hat es dir gefallen. Das Wort. Ja, ja. Ich weiß nicht, es gibt einen großartigen Film, den haben wir vor Jahren mal gezeigt, bei Purpur Faria-Ho. Das spielt in den 50er Jahren so in der DDR über einen fahrenden Puppenspieler. Also das war so noch mal so eine Schleife nach dem Krieg, bevor das eigentlich verschwand, dieses fahrende Gewerk. Ja. Und das ist tatsächlich in Thüringen auch gedreht worden. Also da, den Film können wir gerne mal raussuchen. Und gerne. Machen wir einen Film. In den 50ern, ja? Ja, ich denke, das spielt so in den 50ern. Mhm. Also es hat, ist so eine Nachkriegserfahrung. Mhm. Aber toll, gerne. Ist in der Thüringer Ecke dort, wo du herkommst. Ja, also das Rumziehen hatte ich nicht losgelassen. Trotzdem hast du ja ihr als Familie eine fast entgegengesetzte Entscheidung getroffen, denn ihr habt euch hier richtig sesshaft gemacht. Ja? Hm. Ihr habt hier in der Wilhelmstraße ein altes Haus gekauft und habt auch entgegen dem Rat von vielen es saniert und nicht abgerissen. Schlägst also doch Wurzeln hier in Eberswalde. Ich habe beides in mir. Also das Reisen und Zurückkommen und sesshaft sein. Das ist schon. Das mit dem Haus war tatsächlich eine Entscheidung, hat aber auch finanzielle Gründe. Also als Selbstständiger, Freiberuflicher hat man ja sehr schwierige Aussichten in der Rentensituation. Deswegen haben wir das damals auch gekauft. Und das Haus stand 2 Jahre leer, keiner wollte es haben. Es war noch die Zeit, wo Eberswalde eben nicht so Boomort war, Boomtown. Ist Eberswalde ein Boomtown? Überall wird gebaut. Also das Kantquartier war eines der ersten, meiner Meinung nach. So, meine Nachbarn sind oftmals Berliner, also die aus Berlin gekommen sind. Mhm. Und jetzt auch überall wird ja, es gibt ja schon die Strategie der Stadt Eberswalde, wie man mit den letzten Brachflächen umgehen möchte, ne? Weil es immer weniger gibt. Ja, und diese Entscheidung, das Haus zu kaufen, fiel aus so verschiedenen, also wie gesagt, Rente und was Eigenes und Garten. Und aber auch Ankommen. Und Ankommen. Also sich auch zu entscheiden. Genau, ein Ankerpunkt. Mhm. Von dem man aus sozusagen, also wo man weiß, man kann wieder zurückkommen. Ja. Aber, eigentlich eine wunderbare Vorstellung. Jetzt überlegst du, ihr habt also da baulich schon ein bisschen was zu sehen, also neues Dach und so. Und jetzt jedenfalls überlegst du ja auch, denkst du über eine Botschaft nach. Also und da gibt's ja vielleicht eine ganz interessante Parallele zu einem Gast der jüngeren Zeit. Gudrun Seiler hatten wir bei uns, die Künstlerin, die in einem Kunst am Bauprojekt im Brandenburgischen Viertel die Hauseingänge 2er neue sanierter Blöcke gestaltet hat und sich dort mit Hausgeistern, mit guten Hausgeistern beschäftigt hat. Und also Identifikationsfläche schafft möglicherweise für die Bewohner. An sowas Ähnliches denkst du auch? Also du hast, in welche Richtung geht das, was du da vorhast? Was willst du über die Tür schreiben? Also genau, was möchtest du über die Tür schreiben? Also es ist schon eine Botschaft, eher nicht so in die Geisterrichtung, sondern tatsächlich eine Botschaft, wenn jemand vorbeigeht, der liest das und sagt, das kann ich mitnehmen oder das regt mich jetzt irgendwie an oder... früher hat man ja Sprüche mit Gott beschütze das Haus und auch eine schöne Tradition. Aber
Naja, manche Zitate, die ich jetzt so gelesen habe, die ich toll fand, mach dich nicht schuldig in der neuen Gesellschaftsordnung oder so etwas, ist mir zu lang auch. Jetzt habe ich den Brecht abgekürzt. Aber mein Favorit ist gerade, was auch relativ kurz ist, frag deine Freunde, Punkt, Punkt, Punkt. Also wenn du Fragen hast, frag deine Freunde. Und es fände ich schön, wenn irgend so etwas Ähnliches an der Hauswand dann stünde und wenn die Zuschauer Ideen haben, können sie ja gerne auch ihre Spruchideen für die Wilhelmstraße, was dann zu sehen sein könnte, eben bei dir uns abgeben. Sehr gut. Berufsreisen, Sesshaftigkeit und dazwischen gibt es möglicherweise das Wasser, den Fluss. Der Flussbader Sven Christian, was hat es damit auf sich? Eine Erfahrung, die ich machen konnte, auch gerade durch meine Reisen in Südosteuropa, Baden im Fluss. Als ich Kind war, haben wir immer an der Gera gespielt in Erfurt. Konnte man aber nicht mehr baden. Reingebatscht oder, aber es war mal eklig, den rauszuholen. Das war eine Brühe. Aber zufällig hatte ich da ein älteres Ehepaar getroffen, die gesagt haben, sie haben da früher schwimmen gelernt. Und das war so ein bisschen der Anstoß. Also nach der Wende sind die Flüsse sauberer geworden. Und es gab Potenzial. Und den Fluss in die Stadt zu holen, das ist so dieser Ausdruck. Das habe ich in Erfurt erlebt, aber eben auch am Pinokanal. Ja. Es gibt ja auch, also ich kenne historische Aufnahmen, 100 Jahre alt, gab es ja auch Flussbadeanstalten am Finokanal. Mhm. Wann baden wir wieder im Finokanal? Wann baden wir wieder im Finokanal? Ist ja nur 100 Meter vom Studio halb elf, ne? Können wir rübergehen. Also die hygienische Gewässerqualität, wir hatten ja den Flussbadetag dann initiiert, Bündnis 90 Die Grünen haben das dann organisiert. Und das Gesundheitsamt hatte damals immer die hygienischen Parameter gemessen, die nach der EU-Badegewässerrichtlinie nötig sind und hat immer festgestellt, gute Gewässerqualität in dieser Hinsicht. Aber, Wassertiefe 1,40 Meter, jetzt 1,20 Meter, glaube ich. Man würde im Schlamm wühlen. Und Schlamm wühlen heißt 400 Jahre Industriegeschichte, Finokanal, Quecksilber, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, andere Schadstoffe, Kupfer, Messingwerksiedlung. Ich hatte damals das Landesumweltamt angeschrieben, kann man da was machen? Und die sagen, da ist eine organische Substanz drüber, mehrere Zentimeter auf jeden Fall dick, 20, 40 Zentimeter vielleicht, also Laub, was sich abgesetzt hat. Das sozusagen schützt diese Schwermetalle vor Aufschwemmung und vor Liquidwerden, also in die Lösung gehen. Aber wenn man dann eben mit dem Bein im Schlamm wühlt, dann kommen die eben nach oben. Also das ist auch ein Grund, warum ich, wenn ich Zeit habe, vielleicht nochmal Umweltchemie studieren möchte, um vielleicht doch noch eine Lösung zu finden im Bereich Mikroorganismen oder also wie die, wenig aufwendig. Wie es eine Lösung gibt, dass das verschwindet. Ja, weil Baggern ist zu teuer. Es gibt natürlich nur bestimmte Schleusenhaltungen, die betroffen sind, aber trotzdem wäre das zu teuer. Ich glaube, eine Schleusenhaltung wurde schon mal ausgebaggert. 1 Million Mark hatte das damals gekostet. Aber gerne, die Stege sind angelegt, reinspringen, aber Schlamm nicht berühren. Gut. Danke für deinen Besuch bei uns. Danke für eure Unterstützung. Und wie wir hören, muss Christopher nicht die Welt alleine schultern. Es gibt verschiedene Leute, die mittragen. Schön, dass ihr alle heute bei uns wart. Noch sind wir nicht ganz am Ende unserer Sendung. Ja, das war's fast mit Guten Morgen, Eberswalde, für heute und Studio halb elf. Gleich hören wir noch einen Titel von Christopher Dell und ich möchte schon mal vorher ankündigen, dass wir auch in der nächsten Woche wieder eine Studio halb elf Ausgabe haben werden. Wir sind noch mal ein paar Wochen in der Alten Post, bevor wir uns dann auf den Weg machen in den Eberswald. In der nächsten Woche ist hier zu Gast der Künstler Henning Wagenbrett. Er lebt jetzt in Berlin, ist Grafiker und kommt ursprünglich aus Eberswalde. Dann kommt zu uns der Musiker Paul Peuker und Sarah Phillips von dem Biorama-Projekt in Joachimsthal. Das sind unsere drei Gäste in der nächsten Woche. Wenn Sie mögen, dann können Sie gern auch unseren YouTube-Kanal abonnieren. Dort gibt es nicht nur alle Sendungen zum Nachschauen, sondern auch unseren neuen digitalen Video-Newsletter, wo wir
unter anderem zum Beispiel in der letzten Ausgabe auch kurz in eine Aufnahme reingehört haben von Christopher Dell im Trio, als er schon mal in Eberswalde gespielt hat. Das ist ein bisschen länger her, damals noch auf DAT-Kassette aufgenommen und jetzt inzwischen für uns digitalisiert von Tim Altrichter, unserem Toningenieur. Ja, dann hoffe ich, dass Sie auch in der nächsten Woche wieder dabei sind, Freunden, Nachbarn, Bekannten Bescheid sagen und wir das gemeinsam erleben können. Jetzt hören wir noch einen Titel, Vibraphon Solo von Christopher Dell. Dankeschön.